Es gibt verschiedene Hausmittel, die Sie bei Bauchschmerzen mit harmloser Ursache anwenden können. Also zum Beispiel bei Bauchweh nach einer zu üppigen Mahlzeit oder bei einer Magen-Darm-Grippe. Die bekanntesten Heilkräuter bei Bauchschmerzen und Blähungen sind Fenchel, Anis und Kümmel. Ganz einfach ist es, wenn man sich daraus einen Tee zubereitet. Was auch hilft, ist das ätherische Öl des Kümmels. Davon kann man ein paar Tropfen in ein Glas Wasser oder ein Glas Milch geben und das trinkt man dann zu einer Mahlzeit. Das dürfen auch Kinder trinken. Zur genauen Dosierung lassen Sie sich bitte beim Arzt oder in der Apotheke beraten. Bei Kindern ist Kümmelöl auch äußerlich angewendet sehr hilfreich, weil es Bauchschmerzen und Blähungen vertreiben kann. Das geht ganz einfach. Vermischen Sie einige Tropfen vom Kümmelöl mit normalem Speiseöl und massieren Sie damit den Bauch rund um den Nabel im Uhrzeigersinn. Eine andere bewährte Heilpflanze bei Magen- und Bauchschmerzen ist Kamille. Kamille schmeckt als Tee pur oder als Teemischung mit Fenchel, Kümmel und Anis. Wenn die Bauchschmerzen von fettreichen, üppigen Mahlzeiten kommen, können Artischocken weiterhelfen. Denn die Artischocke regt den Leber- und Gallenfluss an und das unterstützt die Fettverdauung. Artischocken gibt es in der Apotheke zum Beispiel als Frischpflanzensaft oder in Form von Tabletten, Kapseln oder Dragees. Ein anderes Hausmittel, das ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ist Natron. Wenn Sie zum Beispiel Magendrücken oder Sodbrennen haben, können Sie eine kleine Messerspitze Natron in lauwarmem Wasser auflösen und trinken. Was auch ganz wichtig ist bei Bauchschmerzen, Ruhe und Entspannung, denn die Psyche spielt dabei auch eine Rolle. Man weiß, dass Belastungen, also Stress, Aufregung und Sorgen, Schmerzen auslösen und verstärken können. Was dagegen hilft, sind beruhigend wirkende Heilpflanzen wie Baldrian oder Melisse oder gezielte Entspannung. Dann geht es auch auf dem Bauch wieder besser.